Hey Leute, weiter geht's mit unserem Community-Event zu Injustice. Ich spiele gegen euch und wir sind hier mitten im Kampf drin. Superman, gespielt von mir, gegen YouTube-Kommentator Moonwhale, der sich hier Deathstroke geschnappt hat und gerade mal zur Spezialattacke ansetzt. Part 2 von unserem Community-Event, der mehrere Parts haben wird. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass es die letzten 2 Tage kein Video gab. Liegt einfach daran, ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin extrem angeschlagen, gesundheitlich, was daran liegt, Pollenflug in Deutschland und da bin ich nicht ganz so Superman, sondern da läuft bei mir die Nase, da will der Hals nicht ganz, da will Nickes und ja, ich dachte, ich nehme mir heute doch mal die Zeit und nutzt mal eben, um das zweite Community-Video hochzuladen. Ich hoffe, dass es jetzt die nächsten Tage täglich weitergeht, denn so ist es ja geplant, in der Regel 15 Uhr, aber es kann halt immer mal was dazwischen kommen. Und eine zweite Sache, die ihr euch vielleicht wundert, ich klinge vielleicht ein bisschen anders. Das kann sein, dass ein wenig mehr Hall in der Aufnahme drauf ist. Das liegt daran, dass ich nicht in meinen gewohnten Umgebungen momentan aufnehme, sondern woanders bin und das wird sich die nächsten Tage vermutlich auch nicht ändern, aber naja, solange wir ein Video kriegen, ist der Rest ja egal. So, wie wir sehen, Moonwhale wandert ans Ende der Schlange. Er wurde besiegt von mir. Das heißt, ich habe jetzt hier, glaube ich, den 5. Sieg in Folge geschafft bei unserem Community-Event. Und das ist, glaube ich, was nicht ewig anhalten kann, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, schauen wir mal. Nächster Herausforderer ist der Star-Hubi und der schnappt sich den guten Aquaman. Während ich jetzt einfach mal, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, denn ich habe in letzter Zeit viel zu viel mit Superman gespielt. Das heißt, wähle jetzt hier mal den guten Green Arrow und ich bin momentan echt so ein bisschen im Arrow-Fieber. Also zum einen liegt es daran, dass der eine oder andere kennt es vermutlich schon, die neue TV-Serie zu Arrow, die jetzt ja, kurz vorm Finale der ersten Staffel steht. In meinen Augen ziemlich gut. Ich habe da ja schon mal drüber geredet. Ist so ein bisschen, ja, so wie das, was Christopher Nolan mit Batman gemacht hat. Also ein sehr realistischer Ansatz ja, dieser ganzen Arrow-Origin-Geschichte und ist eigentlich sehr cool erzählt und ist eine tolle TV-Serie und ich hoffe für einige von euch, dass die auch nach Deutschland kommt, also für diejenigen, die vielleicht sich nicht in den Staaten, zum Beispiel auf iTunes, die Folgen kaufen können. Ich meine, Smallville lief ja auch lange Zeit in Deutschland, dann wird vermutlich Arrow irgendwann auch hier ankommen. Und das ist natürlich schon ein anderer Olli als der Olli, den wir hier erleben mit seinem Ziegenbärtchen. Und selbst in den Comics momentan ist es ja so, durch den New 52 Reboot, den DC unternommen hat, ist es so, dass ja, Arrow ein ganzes Stück jünger geworden ist, hat sein Ziegenbärtchen nicht mehr und die Comics sind momentan auch nicht besonders gut. naja, da muss man wohl mit leben. So, konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf den Kampf hier. Ich habe meine erste Spezialattacke. Habe hier aber wirklich Probleme, dem Star-Hubi mit seiner ja, fliegenden Fisch-Taktik irgendwie zur Leibe zu rücken. Man muss sagen, der gute Star-Hubi springt hier ja, viel zu viel. Also, so, versuchen wir hier das Fahrzeug gegen ihn einzusetzen, was nicht klappt, weil er in der Luft ist. Man muss ja sagen, also Beat'em-ups haben natürlich ihre Vorteile, ihre Nachteile. Es gibt so Sachen, die mag ich persönlich nicht. Das ist jetzt nicht irgendwas, was gegen den Star-Hubi spricht, aber jeder hat halt seine Taktik, mit der er kämpft. Aber ich finde, wenn man ständig springt, dann ist das schon so ein bisschen nervig. Dabei könnte ich mit Arrow vermutlich die ganze Zeit einfach Pfeile auf ihn kloppen und hätte hier meine Ruhe, denn ich kann ja die Pfeile auch nach oben und nach unten zielen, aber das wirkt auf mich so ein bisschen nach Cheap-Taktik. Von mir wäre das dann. Und ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass er es abstellt. Vielleicht will er einfach nur mich besiegen, damit ich hier endlich mal vom Thron rutsche, bevor er dann das Springen einstellt. Ansonsten habe ich so das Gefühl, ich habe es hier mit einem fliegenden Fisch zu tun. Gib it ja. So, da hat er gewonnen. Es gibt einen neuen König und wir gucken uns mal an. Relativ ausgeglichen. Also Neki und Eisenseele haben auf den Rivalen gesetzt, also auf Star-Hubi, kriegen also hier einen EP-Bonus aus dem Pot von 1350. EP und Moonwhale und Twilight Alex 007, die haben auf mich gesetzt. Ja, Jungs, eigentlich war es wahrscheinlich eine sichere Bank auf mich zu setzen, aber irgendwann muss halt jede Siegsträhne mal enden und ja, das ist jetzt der Fall. Gut, während jetzt es zum nächsten Kampf kommt und ich hier mal eben kurz allen im Chat eine kleine Nachricht schreibe, denn die Strähne ist ja nun mal gebrochen, wird im Hintergrund schon wieder, ja, der nächste Kampf bestimmt. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer da antritt. Also Star-Hubi gegen, oh, Neki. Okay, Neki X
Das heißt, wir haben einmal eine komplette Rotation mittlerweile, glaube ich, geschafft. Denn gegen Necki bin ich, glaube ich, ganz am Anfang des ersten Community-Events-Video angetreten. So, und wie wir hier sehen, alle setzen auf den König, inklusive meiner einer. Ja, also wir haben gerade gesehen, wie Starhubi spielt und fliegende Fische sind schwerer zu fangen als durchgedrehte Clowns. So, versucht hier erstmal die komplette Umgebung zu nutzen, was natürlich echt ein guter Indikator ist. Also, ja, das war deutlich zu früh eingesetzt von Necki, dieses Umgebungsobjekt. Man muss natürlich immer so ein bisschen drauf achten. Oh, jetzt versucht er hier eine starke Attacke einzusetzen, um Harlequin in den nächsten Bereich zu kloppen. Vielleicht hier auch das interaktive Objekt zu nutzen, denn dahinter wartet ja Scarecrow hinter der Asylum-Tür. Ja, da hat er die starke Attacke durch. So, und da ist der gute Crane und ja, kleiner Cameo von Scarecrow. Man muss sagen, Necki macht das schon teilweise sehr intelligent. Also der versucht, die Umgebung viel auszunutzen, was man bei dem Spiel machen sollte. Auch hier wieder direkt rein, Umgebungsobjekt nutzen. Und da hat er schon quasi die Hälfte der Energie runter. Das Problem ist einfach, dass er so viel springt. Also das Problem in meinen Augen. Ich finde es ein bisschen störend, aber das mag ja nicht auf jedem zutreffen. Das ist mit Sicherheit eine legitime Taktik. So, ja, während ich jetzt hier mal ganz kurz ein, zwei Sachen nachgucke, das ist doof in dem Kampf, aber ich musste mal eben kurz schauen, weil ich da Nachrichten bekommen habe. So, ich würde eh sagen, wir machen jetzt nach dem Kampf, denn ich habe ja schon mal gesagt, wir hatten insgesamt an die 15 Leute, die mit uns spielen wollten an dem besagten Sonntag, wo der erste Community-Event stattfand. Und diejenigen, die vielleicht keinen Platz bekommen haben, es wird definitiv noch weitere Community-Events in nächster Zeit geben. Und ich bin auch was am Abklären. Es wird vielleicht Community-Events geben, wo es mal Preise zu gewinnen gibt. Also, wo wir so kleine Turniere spielen. Lasst euch da echt mal überraschen. Also, Injustice ist, sehr schön. Da hätte er sogar mehr draus machen können, um ehrlich zu sein, der gute Necki. Denn Spezialattacke von Harley ist quasi der Einstieg für einen Juggle. Also, da kann man definitiv ein bisschen mehr raus machen, als er hier gemacht hat, während Starhubi seinen zweiten Sieg feiert. Ja, und ich würde sagen, wir nutzen jetzt hier nach Abschluss dieses Kampfes tatsächlich mal die Möglichkeit, wechseln einmal den Spielerkader durch. Also, ich guck mal, wie gesagt, wer online war an der Stelle und dann geht es in der neuen Lobby weiter, denn wir wollen natürlich möglichst vielen Spielern, wollten wir bei diesem Community-Event einfach eine Chance geben und nachdem alle einmal gespielt haben, war das schon mal ein guter Anfang. So, sehen wir hier nochmal die Serien. Gut, und jetzt seht ihr, wir sind in der neuen Lobby drin, neue Spieler, zum Beispiel der Dick Duck, der Hardblood war gerade schon drin, Twilight Alex ist wieder drin, es sind ein paar neue Spieler. Das Problem bei dem Community-Event war so ein bisschen, es haben sich 15 Leute gemeldet und der Großteil von denen war auch online, aber nicht jeder hat seine Einladung angenommen. Und dann haben wir in der Regel 5, 6 Minuten gewartet und wer nicht reinkam, dann haben wir vorherige Leute nochmal eingeladen. Das heißt, in der Lobby ein paar neue Spieler, wie jetzt zum Beispiel der Dick Duck, der gegen mich jetzt antritt im ersten Kampf. King of the Hill-Style und ja, wen ich gewählt habe, ist ja wohl ziemlich eindeutig, oder? Ich meine, dafür muss man kein Genie sein. So, während Dick Deck hier Green Lantern gewählt hat, der mir, ehrlich gesagt, im Online-Modus relativ viele Probleme bereitet. Also nicht Dick Deck, aber einfach Green Lantern, weil genau das, was er jetzt da versucht hat, den Gegner mit dem Power Ring zu schnappen und auf die andere Seite rüber zu werfen, was wir mit Sicherheit in diesem Kampf nochmal sehen werden. Das ist eine Taktik, beziehungsweise eine Spezialattacke, die mich komplett nervt, die mich zum Verzweifeln bringt, weil ich noch keinen Weg drumherum gefunden habe. Nicht mal besonders nervt, aber einfach so ein bisschen zur Verzweiflung bringt, denn entschuldigt, ja, meine Stimme heute. So, schaffen wir hier mal ein bisschen Platz. Jetzt mal zur Combo ansetzen. Hier mal mein Nachbrenner quasi gezündet. Ihr seht es gerade, der feiert unten ab. Dadurch sind alle Schlagangriffe stärker. Ja, hier hat er versucht zu warten. Aber das Problem war natürlich, ich hatte das Umgebungsobjekt schon zerstört. So, muss jetzt hier, ja, momentan eigentlich ein relativ deutlicher Kampf, aber Dick Deck kommt wieder ganz gut rein, um ehrlich zu sein. Deswegen zünde ich jetzt hier an der Stelle meine Spezialattacke und versuche mir natürlich einen Vorteil zu verschaffen. Man muss einfach sagen, Superman Spezialattacke, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich habe so das Gefühl, die geht häufiger durch als andere Spezialattacken. So, da geht's auf den Boden. So, und ich hatte eigentlich, ja, hier sehen wir die Aktion. Diese Aktion, Gegner schnappen und rüberwerfen, die jetzt dreimal in Folge versucht hat. Die Aktion, da finde ich extrem schwer beizukommen, weil wenn man auf Close Range geht, dann
kriegt er einen immer damit. Und wenn man so auf mittleren Entfernung bleibt, auch. Das heißt, wenn man nach vorne rusht, dann muss man eigentlich relativ flott sein und einigermaßen versuchen, da, ja, weiß ich nicht, schnell vorne zu arbeiten und dann weg, weil sonst wird man umhergeworfen. So, wir sehen hier das Teilnehmerfeld. Die meisten haben sich entschieden. Wir sehen übrigens, Chris Kakashi ist auch neu in der Sitzung drin. Der war vorher auch nicht drin. So, und dann geht's auch schon in den nächsten Kampf. So, und jetzt haben wir hier zum einen Deathstroke mit seinem Flashpoint-Attire. Gegen natürlich mich als Red Sun. Ich habe mich dazu entschieden, ich bleibe einfach bei Superman. Das ist das, was ich kann. Das ist das, womit ich mich auskenne. Es gibt vermutlich Schlimmeres. Ich sag mal so, ich würde gerne einen zweiten Charakter mir irgendwann mal drauf schaffen, mit dem ich einigermaßen gut spiele. So, jetzt geht's hier gegen Heartblood 6. Natürlich ebenfalls wie alle Spieler heute, die nicht ich sind. Community-Mitglieder. Kommentatoren auf YouTube oder vielleicht auch selbst YouTuber. Zum Beispiel der gute Eisenseele, der hier im Kanal ist, der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, Eisenseele22. Macht da sowas wie Dragon Age. Lohnt sich auf, und hier auch, wie hieß es, dieses, wisst ihr, Alpha-Protokoll, genau. Das Spiel, was damals so grausam war, obwohl es so viel Potenzial hatte. So, jetzt hier natürlich Deathstroke. Das ist eine Bank, um ehrlich zu sein. Also, ich habe selten gegen so einen Charakter so Probleme wie gegen Deathstroke, denn er ist auf alle Entfernung Problem. Das heißt, im Fernkampf hat er seine Waffen, im Nahkampf zündet er noch Waffen, im Nahkampf hat er sein Schwert. Ihr seht es hier gerade. Also, ich glaube, das wird ein sehr interessanter Kampf. Und ihr seht es, sobald ich auf Entfernung bleibe, bringt mir das alles nichts, denn er holt seine Waffen raus und mit den Waffen macht er relativ viel Schaden. Das heißt, ich... Ja, schön hier. Schöner kleiner Juggle. Ich würde so einen Juggle gerne mal effektiv abschließen. Ja, hier, Motorrad wirft nur einer. Ich würde so einen Juggle echt mal gerne effektiv abschließen. Das heißt, am Ende noch mal mit einer Spezialattacke. Und, oh, hier, apropos Spezialattacke, durchgetaucht. Ja, das lief natürlich nicht optimal. So, warten wir mal ab hier. Ja, auch auf... aber seine Spezialattacke, die führt ins Ziel, natürlich. Übrigens, Deathstroke, ich habe es ja gerade gesagt, mit dem Flashpoint-DLC... die man aktuell kaufen kann, kostet 2,99 €, ist dann Flashpoint Deathstroke, Flashpoint Flash und ist noch ein drittes Flashpoint-Kostüm drin, was ich jetzt gar nicht im Kopf habe. Kriegt man aber auch, wenn man sich zum Beispiel den Season Pass kauft, gratis. Ich habe mir zum Beispiel auch den Season Pass gekauft, weil ich den einfach, ich will alle Charaktere haben, die kommen, dabei ist mir egal, wer kommt. Also gerade der erste DLC-Charakter, der bestätigt wurde für den 7. Mai, das ist Lobo, hat mich schon so geil gemacht. Und einen von diesen Charakteren dann gratis kriegen, das hat einfach was. Genauso wurden ja auch schon neue Kostüme in letzter Zeit angekündigt. Also es wird ein neues Wonder Woman Kostüm geben, was so ein bisschen an die damals nicht produzierte TV-Serie erinnert. Es wird einen Teen Titan Cyclops geben. Diverse Kostüme, und das ist natürlich echt cool. Also ich meine, wenn ich Entwickler wäre, ich würde auch in der Anfangszeit gerade das Spiel nach möglichst, einfach möglichst umfangreich ausbauen, denn das ist das, was die Spieler wollen. Ich meine, wir spielen jetzt und hier und wir wollen einfach möglichst viel Variation drin haben, während ich den zweiten Sieg in Folge einfahre. Also, es gibt hier wieder so eine kleine Königsserie und das wäre natürlich jetzt ganz interessant, denn jetzt trete ich gegen den guten Phil an, also den Eisenseele, den ich ja gerade schon erwähnt habe und wie ich Phil kenne, hat der was ganz Gemeines vorbereitet. Wir schauen mal, wie hier gewettet wird. Ja, wurde noch nicht gewettet, schade. Denn ich wähle den Red Sun Superman und er wählt den 52 Superman. Und das ist das Kostüm, was ich unglaublich liebe, aber nicht selber habe, weil ich eine US Collectors Edition habe und irgendwie mein Code nicht richtig funktioniert. So ein kleiner Aufruf, wenn irgendeiner von euch das 52 Superman Kostüm übrig hat, also als Code, gerne Bescheid sagen. Ich nehme euch das gerne ab, weil ich liebe das 52-Kostüm und das ist einfach fantastisch von Superman. Dieser große Shield auf der Brust, das hat einfach was. Und ja, leider kriege ich selbst nicht, weil ich muss jetzt darauf hoffen, dass das Kostüm irgendwann angeboten wird, mal so nebenbei. Ja, und Superman gegen Superman, das ist natürlich hier ein fantastischer Kampf. So, jetzt sehen wir hier mal das Kostüm gleich vom 52 Superman, was wir, glaube ich, zum ersten Mal in unserer Reihe sehen. Da sehen wir es. Ich finde einfach, sieht fantastisch aus. Dieser riesige Shield. Ach ja, herrlich. So, Superman gegen Superman. Und ich weiß, Phil ist, glaube ich, nicht richtig eingespielt mit Superman, aber das soll ihn nicht davon aufhalten, mir hier vermutlich das Fürchten zu lernen, während ich mir hier alle Umgebungsobjekte schnappe, die irgendwie frei sind.
So, muss natürlich aber aufpassen, denn Superman ist natürlich ein Charakter, der sehr einsteigerfreundlich ist und